Das hat noch viel mehr Jahre auf dem Buckel. Hat eine extrem pixelige Grafik. Und es Zelda ist quasi zum Beispiel auch. Eben. Hat auch noch viel mehr Jahre auf dem Buckel. Eben, und diese Spiele werden heutzutage immer noch von Tausenden von Spielern gespielt. Warum? Weil der Singleplayer einfach genial ist von diesen Spielen. Bei Zelda gibt es ja nur eine Variante. Da hat man nicht viel Auswahl. Ja, klar. Obwohl es mittlerweile auch irgendwelche Hacks und Dinge gibt da, wo man auch Singleplayer, Multiplayer spielen kann, lokal. Finde ich jetzt aber nicht so doll. Naja, weil du was wegen Singleplayer gesagt hast und nicht mehr richtig drauf konzentrieren. Ich bin ja ein Dragon Ball Liebhaber, also ich gucke an Dragon Ball, ja. Gebe ich offen und ehrlich zu. Bin ich auch nicht der Einzige. Und da habe ich mir die Spiele damals für den fürs Gamecube gekauft. Dragon Ball Z Budokai war das und Budokai 2. Und da war der Story-Modus, wo eben die ganze Dragon Ball Saga, wo man da spielen kann, da war das wirklich noch richtig ausführlich. Und jetzt, wenn ich mir das auf der PlayStation angucke, da ist wirklich so viel weggeschnitten, dass ich einfach sage, boah, nee, ich spiele die Spiele nicht mehr, weil die einfach nur scheiße sind. Weil wirklich so viel vom Story-Modus fehlt, das finde ich einfach nicht schön. Es ist halt... Meine HD-Grafik hin und her, aber ich sag mal, wenn der Story-Modus nur zur Hälfte besteht, dass man halt eben nur die Hälfte von der Story spielen kann, dann scheiße ich auch auf die HD-Grafik, ganz ehrlich. Ja, eben, also... Ich meine, es ist auch wieder ein echt gutes Beispiel, zum Beispiel... Serious Sam. Ja. Geniales Spiel. Singleplayer, sowohl auch Koop. Ganz klar, nicht alle Spiele, die heutzutage einen Multiplayer haben, sind scheiße vom Singleplayer her. Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich nicht. Das will ich auch damit jetzt gar nicht sagen. Ja, nein, das will ich auch nicht damit sagen. Aber ganz im Gegenteil, guck dir Serious Sam an. Die Macher haben es auch geschafft, einen endlos geilen Singleplayer, einen endlos geilen Cooperative-Modus und einen endlos geilen Multiplayer-Modus. Und das damals auch noch unter 56K-Modem, wie man ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir beide Koop spielen möchten, kann man ja mal einstellen, DSL-Kabel oder 56K-Modem. Das ging damals auch mit einem 56K-Modem. Und man merkt bei Serious Sam, die Macher haben da mit Herz dran gearbeitet. Der zweite Teil kam vier Jahre, glaube ich, nach dem ersten Teil raus. Das merkst du einfach an dem Spiel. Man merkt, dass dieses Spiel einfach besser ist als die anderen. Das also Spiel ist von 2001. Serious Sam. Ja, klar, das merkst du, aber bei Serious Sam merkt man das halt einfach, dass da auch viel Wert auf die Story gelegt wurde. Bei heutigen Shootern ist es halt leider echt so, gut, bei Serious Sam auch, aber bei heutigen Shootern ist es halt so, dass wie soll ich das jetzt sagen? Hilf mir mal. Genau. Das jetzt wieder dieses Call of Duty Beispiel. Ich weiß, ich hab's halt irgendwie mit Call of Duty, aber bei Call of Duty ist halt einfach die besten Beispiele an. Es ist halt echt das beste Beispiel in dem Fall jetzt. Bei Call of Duty ist es halt so, dass die Story möglichst viele Spiele haben muss. Also, wenn ich mal gucke, Call of Duty Modern Warfare. Bis jetzt Makarov gefunden wurde, hat in MW1 angefangen und war in MW3 erst zu Ende. Eine Zeitspanne von, ich glaube, 6 Jahren, 4 Jahren, ich weiß gar nicht gerade. Auf jeden Fall nicht gerade lange. Das merkt man noch an Qualität der Spiele. Viele sagen, MW2 war das beste Spiel noch vom Singleplayer her. Die meisten sagen MW1. Ich kann es nicht bezeugen, ich habe nicht alle gespielt. Ich habe zwar MW1 und MW2 gespielt, wovon ich aber ganz klar sagen muss, dass der MW2 auch besser ist, wobei ich mich da auch ziemlich aufgeregt habe ab und zu mal. Aber es ist halt einfach so. Black Ops 2 habe ich jetzt noch nicht wirklich intensiv gespielt, um da eine Meinung drüber abgeben zu können. Was mir halt immer auffällt, ich habe den Multiplayer von Black Ops 2 jetzt 25 Minuten oder so gespielt. Und bin schon auf Level 18 nach 25 Minuten. Man levelt sehr schnell, was ich persönlich negativ finde. Also keine Langzeitmotivation ist unbedingt. Und der Multiplayer spielt sich wie jeder andere Multiplayer. Tut mir leid, also für alle Call of Duty Fans da draußen, ich hate dieses Spiel nicht, ganz im Gegenteil. Ich vertrete hiermit nur meine Meinung.
und es gibt wirklich sehr viele Menschen da draußen, die diese Meinung nicht akzeptieren können. Ja, und die Leute tun mir ehrlich gesagt leid, die so eine Meinung. Oh, wir müssen schlafen gehen. So. So, ganz frech mal mitten auf der Autobahn gewendet. So. Ja, und es tut mir echt leid bei Leuten, die sowas nicht akzeptieren können, aber. Ich meine. Tja, ist halt Pech. Ja, eben, also ich meine, wer es nicht akzeptieren kann, tut mir leid, aber es ist halt die harte Realität, Leute. Tja, und wo du schon Serious Sam angesprochen hast, da habe ich auch was zu sagen, und zwar in Sachen HD Remake. Wie ich ja schon gesagt habe, ich schneide hier gerade Prince of Persia, und zwar habe ich mir davon für die PS3 das HD Remake gekauft, kann man so sagen. Also das ist die Classic HD, das ist eben Prince of Persia, Sands of Time, Warrior Within und The Two Thrones. Die sind ja ursprünglich auf der PlayStation 2 rausgekommen und haben halt dementsprechend nur eine mäßige Standardgrafik, sage ich jetzt halt mal, also nix HD, und das haben sie jetzt eben nochmal für die PlayStation 3 in HD, auf Full HD und sogar mit 3D Unterstützung rausgebracht. Wobei, und ich muss wirklich mal sagen, dass es wirklich billig gemacht wurde, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Vor allem beim Sound, also egal wo du läufst, selbst wenn du draußen in irgendeiner Gegend bist, wo absolut keine Wand ist, wo alles wirklich frei ist, und du schlägst jetzt mit dem Schwert gegen eine Wand, dann hast du da so einen komischen Hall drin, als würdest du in einem riesigen Saal stehen und würdest mit dem Schwert gegen die Wand schlagen, und so hallt es eben, und das draußen im Freien, wo nirgendwo Wände oder so sind. Und da frage ich mich ganz ehrlich, ey Leute, was habt ihr da zusammenprogrammiert? Das ist einfach... Oder wenn man jetzt irgendwo neben einer Fackel läuft, das kleine Knistern, wo eigentlich im Hintergrund sein müsste, ist auf einmal ewig laut und übertönt sogar schon fast meine Stimme, und ich muss jetzt hier in Premiere Pro gerade gucken, dass ich das geregelt bekomme, dass ich da nicht in den Hintergrund komme und man mich nicht mehr hört. Ja klar, das ist es. Das ist halt immer wieder so eine Sache. HD Remakes kann man gut gegenüberstehen, aber auch nicht so gut gegenüberstehen. Also ich habe ja mit dir den Classic Encounter, Serious Sam Classic First Encounter gespielt und habe auch jetzt halt selbst mal den HD Remake gespielt, und ich muss sagen, beim HD Remake ist alles richtig gemacht worden. Also ich kann da nicht sagen, nö, das finde ich jetzt schlecht. Im Gegensatz zu Prince of Persia, da muss ich das wirklich bemängeln. Also was man halt wirklich bei Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber was man halt bei Serious Sam wirklich ein dickes fettes Plus geben muss, es ist halt wirklich 1:1 dasselbe Spiel. Es hat halt nur eine aufgehübschtere Grafik bekommen, neue Soundeffekte hier und da und eben an die heutige Zeit angepasst worden, aber es ist wirklich 1:1 dasselbe Spiel, die gleiche Story, das gleiche Feeling, alles ist das gleiche. Und das ist halt wirklich super. Und dann gibt es halt wieder diese GameStar-Redakteure, ich möchte jetzt keine Namen nennen, du bist Petra Schmitz, die dann wieder meinen, ja, es ist sinnlos und Geballere, genau wie vor 10 Jahren. Ich kann der da null recht geben, tut mir leid, weil ich meine, es ist halt, klar, es ist streng gesehen genau dasselbe Spiel, aber es kommt halt einfach dieses Serious Sam-Gefühl wieder rüber. Insofern das rüberkommt, sind es mir die, ich glaube, 20 Euro kostet das Spiel einzeln, sind mir das auch wert. Also, ja, ich habe da nichts zu bemängeln. Und es gibt auch andere extrem geil gemachte Remakes, zum Beispiel Pokémon Heart Gold, nehmen wir das mal als Remake, ja? Remake von Pokémon Kristall und Gold und Silber, glaube ich, genau. Auch ein super Remake gewesen, Heart Gold, Pokémon Soul Silver waren zwei super Remakes von den alten Game Boy Color Spielen. Oh ja, Game Boy Color. Es waren auch zwei super Remakes, wirklich. Genauso wie Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Zwei super Remakes von Rot und Blau, glaube ich. Pokémon macht's auch richtig. Gut, mit den neuen Editionen kann ich mich nicht so anfreunden mit den Pokémon, die es da gibt, aber hey. Kann man muss halt auch was Neues reinbringen. Der eine feiert's, der andere sagt, naja. Alte Pokémon-Fans werden halt. Ja, ich spreche ja nicht im Namen von allen, aber alte Pokémon-Fans
denken sich da wahrscheinlich sicherlich, oh Gott, geht ja gar nicht. Und ja, es ist immer wegen doof, wenn was Neues kommt. Wie jetzt zum Beispiel das alte YouTube-Design, die wo jetzt neu auf YouTube kommen, sagen, oh ja, für die ist es halt normal. Und wir, wo das alte, wirklich noch das ganz alte YouTube-Design kennen, die sagen halt, boah, nee, was sollen die Scheiße? Es ist halt wirklich so, das können wir jetzt auch, guck mal, das ist ein fließender Übergang, das ist wirklich super. Jetzt kommen wir zum YouTube-Design. Ich habe heute ein Video hochgeladen, wie man das, ja, wie drückst du es am besten aus, das vergammelte neue Design wieder gegen das ältere Design vor der Umstellung einwechseln. Dieses Video hatte innerhalb von 3 Stunden, ich glaube, fast 60 Views jetzt. Und das zeigt halt einfach, dass die Community scheinbar keinen Bock hat auf das neue Design. Einer hat ja sogar einen Kommentar drunter geschrieben. Ich kann auch bestätigen, dass es funktioniert und nicht, weil ich jetzt halt hier mit ein paar Lieder ganz dicke bin, sondern weil es halt wirklich funktioniert. Nur bei mir funktioniert es nur so lange, bis ich mich anmelde, und wenn ich jetzt angemeldet bin, ist es genau wieder dasselbe Mist. Aber ich denke, dass da YouTube anscheinend schon irgendwie patcht oder was weiß ich. Naja, auf jeden Fall, bei mir funktioniert es ja noch, worüber ich relativ glücklich bin. Und du hast es gerade angesprochen, für neue User auf YouTube. Das ist wahrscheinlich was Normales. Die denkt sich halt, sagen wir mal, versetzen wir uns mal in die Lage. Angenommen, du bist, sagen wir mal, ich nehme jetzt mal ein realistisches Alter für die Jugend von heute. Sagen wir mal, du bist 11 oder 12, okay? Hast gerade von deinem Vater oder von deiner Mutter oder von deinen Eltern, wie auch immer, Internet bekommen, oder ihr habt, oder deine Familie hat sich eine Internetbox dazugelegt, wie auch immer. PC hast du schon seit einer Weile und kannst jetzt endlich ins Internet gehen, kommst auf YouTube, meldest dich natürlich an, weil deine ganzen Freunde das auch machen, und du bist das erste Mal auf YouTube und denkst dir halt, ja gut, ist halt ein Design, ist was ganz Normales. Versetzen wir uns mal in die Lage, das Kind ist in 5 Jahren immer noch auf YouTube, dieser YouTube hat inzwischen das Design wieder 10-mal geändert, denkt sich das Kind auch, ja leck mich doch, das Design vor 5 Jahren war viel besser. Das wird halt auch immer so sein und bleiben, klar, kann man nicht abstreiten, aber für wirklich uralte Hasen wie mich, dich wahrscheinlich, Gronkh, John Let's Play, alle eigentlich, die wo wirklich das allererste YouTube-Design aus dem Jahr 2005 noch mitbekommen haben, die können genau bestätigen, was ich sage oder was du sagst, Kevin. Die können das ganz genau bestätigen, dass wirklich YouTube einfach das Design immer verschlechtert und die von ihnen, ach so, erstellte Übersichtlichkeit, ich drücke das mal so aus, die wollen uns ja immer weiß machen, dass das YouTube-Design immer übersichtlicher wird für die User. Was man auch an den Views eindeutig merkt. Ja, ist echt so, also die können mir erzählen, was sie wollen. Boah, das war knapp. Das war knapp, ja. Naja, auf jeden Fall, das ist halt wirklich, ja, schade eigentlich. Aber naja, was soll man machen, ne? Nix. Man kann leider nichts sagen. Google hört ja nicht auf seine User. Google meint zwar, ach ja, wir hören so auf unsere User und auf ihre Wünsche und gehen so auf die Wünsche ein. Das Einzige, was ich jetzt persönlich in den letzten 7 Jahren, in denen ich auf YouTube bin, mitbekommen habe, was sie da auf Wünsche eingegangen sind, war jetzt eigentlich nur das mit den Thumbnails, dass Leute, die ihre Videos monetarisiert haben, Thumbnails erstellen können. Und dass man seine Videos auch monetarisieren kann, ohne YouTube-Partner zu sein. Das ist das Einzige, was ich so mitbekommen habe. Der ist ja jetzt so eine Art Partner. Ja, also mehr habe ich da bisher von YouTube eigentlich auch nicht mitbekommen, dass sie da jetzt groß auf User-Wünsche eingegangen sind. Das heißt zwar immer, dass man beim Design wirklich besonders Wert auf die User-Wünsche legt, aber wenn die Wert auf die User-Wünsche legen würden, dann würden sie nicht so ein Gammel-Design daherbringen, weil die wissen ganz genau, was die User wollen. Ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen verarscht. Das heißt ja immer, wir User seien doch selber schuld, wenn wir uns sowas wünschen, aber es ist halt wirklich das Gegenteil. Wir wünschen uns das ja nicht mal. Es ist halt leider so. Vielleicht ist ja der ein oder andere unter meinen Abonnenten da, der wirklich YouTube seit 2005, 2006, von mir aus auch noch 2007 kennt. Wirklich noch mit dem alten Design. Vielleicht kann sich noch jemand ganz grau dran erinnern, ich weiß es ja nicht. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Ich glaube, mein Kanal gibt es zwar erst seit 2008 oder 2009, aber ja, ich war ja auch nicht von Anfang an auf YouTube aktiv. Ich war ja auch erst seit 2007 aktiv.
also mit dem Account oder wie.